Das Corona-Update. Was macht diese Pandemie mit Haus und Grund? Darüber möchte ich sprechen mit dem Verbandsdirektor von Haus und Grund, Hans-Henning Kujat. Ja, was kann Haus und Grund machen, damit ja, die Arbeit weiterläuft? Ja, zunächst einmal mussten wir natürlich unsere Geschäftsstelle in Sicherheit bringen. Wir mussten erstmal für uns Ablaufpläne überhaupt entwickeln, damit wir auch so dauerhaft weiterarbeiten können und selbst wenn ein Fall einträte, dann in der Lage sind, weiterzuarbeiten. Das haben wir gemacht. Wir haben also unsere Mitarbeiter, soweit es möglich war, ins Homeoffice geschickt, haben entsprechende Techniken auch besorgt, nicht, dass die in der Lage waren, von zu Hause aus zu arbeiten. Glücklicherweise waren wir schon sehr gut aufgestellt mit einem papierlosen Büro. Und ja, dann haben wir Schichtpläne entwickelt, damit also, falls die Mitarbeiter mal ins Büro kommen müssen, dann sie sich so abwechseln, dass wir immer in der Lage sind zu agieren. Wer eine Rechtsberatung haben will, der kommt ja normalerweise zum Ortsverband, geht da direkt einfach hin. Das ist ja im Moment aufgrund der Kontaktbeschränkung nicht möglich. Ist das ein Problem? Ja, also zunächst mal mussten wir generell natürlich unsere Rechtsberatung vor Ort sofort einstellen, weil die Gefahr viel zu groß war. Unsere Mitglieder sind häufiger ja auch älteren Alters, die wollten wir auf keinen Fall als herumreisende Rechtsberater gefährden. Deswegen haben wir das eingestellt und haben dann komplett umgestellt und unsere Telefonzeiten deutlich erweitert. Die Mitglieder rufen bei uns jetzt in der Geschäftsstelle an und bekommen meistens am gleichen Tag noch einen Rechtsberatungstermin, dann allerdings per Telefon. Wie sieht das jetzt denn in Zukunft aus? Können wir davon ausgehen, dass diese Beschränkungen erstmal bestehen bleiben? Geht es erstmal so weiter? Also es ist zumindest so, dass für die Vereine, die ja auf kleinerer Flamme fahren, also wo man Rechtsberatung zum Beispiel bei einer Bank oder einer Versicherungsfiliale machen würde, da kann noch keine Rechtsberatung durch den Landesverband erfolgen. In anderen Vereinen, die ein bisschen professioneller aufgestellt sind, die eigene Geschäftsstellen haben, wo man mit Terminen arbeiten kann, da kann ich mir vorstellen, dass wir bald schon unter Einhaltung der Vorgaben dann eine Beratung wieder machen können. Sowas wie Videotelefonie, ist das auch ein Thema? Das ist natürlich ein Thema. Wir haben uns in dieser Zeit, wie alle anderen auch, mit neuen Techniken befasst und stellen fest, dass ganz viel über Telefon und Video eigentlich machbar ist. Ich persönlich hatte plötzlich eine Videoberatung an ein Mitglied, das in den USA saß, wo wir dann miteinander gechattet haben, was ganz erfrischend war. Ich glaube, wir müssen uns diesen neuen Techniken natürlich öffnen. Können wir auch, damit werden wir sicherlich auch viele junge Mitglieder neu gewinnen, müssen dabei aber aufpassen, dass wir natürlich unsere älteren Mitglieder, die vielleicht diese Techniken noch nicht haben, dabei nicht verlieren. Also es wird parallel laufen, wir werden neue Dinge wie Videoberatung mit anbieten können, aber gleichzeitig auch die alte Rechtsberatung weitermachen. So richtig viele Corona-Gewinner gibt es ja nicht. Viele Unternehmen sind hart getroffen. Auch Vereinsleben ist so nicht mehr möglich. Wie sieht die Situation im Moment für Haus und Grund aus? Ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen dem Landesverband und den Ortsvereinen. Der Landesverband hat eigentlich unter dieser Pandemie wenig zu leiden. Wir sind auch wirtschaftlich gut aufgestellt und haben natürlich über die Mitgliedsbeiträge insofern Sicherheit. Das ist bei den Ortsvereinen auch so, nur für die ist natürlich das Problem, dass sie keinen Kontakt zu den Mitgliedern haben gerade. Die Geschäftsstelle ist zumeist nicht geöffnet, mal ein spontaner Besuch auf der Geschäftsstelle oder mal ein spontanes Treffen ist halt nicht drin und das führt dazu, dass die Vereine so ein bisschen den Kontakt zu den Mitgliedern verlieren, was sehr schade ist. Gerade auch die aktive Gewinnung von Mitgliedern durch Aktionen, die man machen kann, durch Messen, die man besuchen kann oder anderes, die finden halt alle gerade nicht statt und dadurch, ja, glaube ich, geht es den Vereinen gerade nicht so gut, denn sie wären gerne näher an ihrem Mitglied. Es gibt ja auch den Landesverbandstag zum Beispiel, der wäre jetzt im Sommer gewesen in Lübeck. Da kommen ja wirklich Busse aus ganz Schleswig-Holstein hin und man trifft sich, man redet miteinander. Wie kann man das vielleicht anders irgendwie auffangen? Ist das irgendwie möglich durch eine Zeitung oder eben durch solche Sachen hier im Internet, dass man ja auch mal wieder die Leute sieht, mit denen man sonst zu tun hat? Also das ist natürlich ausgesprochen schade, dass so eine große, tolle Veranstaltung, wie sie in Lübeck gewesen wäre, mit ja prominenten Besuchern, Gästen da nicht funktionieren kann. Dafür haben alle Verständnis gehabt, aber natürlich lechzen die so ein bisschen auch nach diesem Vereinsleben, das es ja auch gibt. Viele Vereine haben Busreisen, die sie organisieren, auch zu anderen Gelegenheiten und die finden nun alle nicht statt. Das ist natürlich schwierig, weil gerade dieses Vereinstum natürlich darüber nicht geführt werden kann. Da müssen wir so ein bisschen gegen ansteuern und genau das ist ja heute auch eine Möglichkeit, an die Mitglieder heranzukommen, auch an die Vereine heranzukommen, was sich vielleicht am Telefon nicht alles so immer machen lässt. Dann noch Corona ganz persönlich. Ich weiß, Sie haben 3 Kinder. Wie waren die letzten Wochen und Monate? Also ich bin jetzt seit 11 Wochen im Homeoffice. Es ist schon ehrlich gesagt eine harte Nuss, denn auch meine Frau arbeitet im Homeoffice. Und wenn dann 3 Kinder sich nicht an Telefontermine halten, die wir Eltern zu führen haben, dann ist es nicht ganz einfach.
Aber ich kann sagen, wir leben auf dem Land und daher sind wir extrem privilegiert, denn die Kinder können rausgehen und frei spielen. Das war sicherlich deutlich besser als für welche, die in der Stadt leben, in einer Etagenwohnung und die nicht ihre Kinder auf den Spielplatz bringen konnten. Aber wenn Sie auf dem Land leben, dann sind Sie in der glücklichen Situation, Internet zu haben. Das ist ja in Schleswig-Holstein auf dem Land leider auch nicht überall der Fall. Das ist nicht ganz einfach und ich muss dann zwischendurch auch mal vermelden, dass ich gerade aus dem Netz rausgeflogen bin. Für wichtige Konferenzen ist es auch wichtig, dass der Rest des Hauses aus dem Internet draußen ist. Das muss ich leider vorher gewährleisten, damit das funktioniert, aber eigentlich klappt es ganz gut. Wenn wir jetzt mal 2 Jahre weiter gucken und Corona dann hoffentlich kein Thema mehr sein wird, wenn wir zurückblicken, woran werden Sie sich erinnern? Also wenn ich zurückblicke, dann werde ich mich daran erinnern, dass es erstmal für die Familie, glaube ich, ganz tolle Situation war, in Anführungsstrichen toll, weil man sehr viel Zeit miteinander verbracht hat, was die Kinder, glaube ich, so gar nicht kennen. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich erheblich verändern wird. Wir werden über das Thema Homeoffice ganz anders reden. Ich glaube, dass viele Zweifler jetzt erstmal ruhig gestellt werden, denn ob man es braucht, ist, glaube ich, unbestritten, denn wir wissen nicht, wann die nächste Situation kommt. Und ich glaube, dass es vielen bewiesen hat, dass es funktioniert. Und darauf werden wir sicherlich zurückblicken, dass das ein Wendepunkt war. Das wäre vielleicht in 5 bis 10 Jahren gekommen, das kommt jetzt deutlich früher. Viel mehr Flexibilität im Bereich der häuslichen Arbeit, das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Und natürlich auch die technische Entwicklung, dass solche Sachen wie Konferenzen und anderes, dass man alles online machen kann, ganz, ganz viel Fahrzeit sicherlich einsparen wird. Das wird uns sicherlich auch in Erinnerung bleiben. Glauben Sie und hoffen Sie, dass der Ausbau des Breitbandinternets auch im Land dadurch vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen Schub bekommt? Es muss. Ganz wichtig ist, dass solche Möglichkeiten jetzt ergriffen werden, flächendeckend das Land zu versorgen. Ich glaube, das würde auch im Bereich der Wohnungswirtschaft eine ganze Menge Entlastung bringen. Wenn die Leute in der Lage sind, auf dem Land zu leben, was ich allenthalben höre, dass das schön ist, und sie dann in der Lage sind, von da aus auch zu arbeiten, dann werden wir in den Zentren, wo bisher ja zum Teil dann Wohnungsknappheit ist, sicherlich auch eine Entlastung erfahren. Es muss ganz wichtig, flächendeckend mit Breitband versorgt werden. Sagt der Verbandsdirektor von Haus und Grund Schleswig-Holstein. Vielen Dank.